Herzlich willkommen zum Keto Beginner Guide. Ich bin Andreas Ulrich, ich bin mein Keto Coach _Andi auf Instagram und mein Ziel ist es, dir zu helfen, wieder den Fettstoffwechsel zu hacken mit der ketogenen Ernährung oder auch Fasten. Und heute geht es um den Keto Beginner Guide, also was ist wichtig, wenn du mit Keto starten möchtest. Viele Menschen machen sich viel zu sehr verrückt über Kalorien tracken, Makronährstoffe tracken, alles in eine App eingeben, sodass sie den Spaß auch am Essen verlieren oder entwickeln sogar Ticks. Das Besondere ist, unser Ansatz, also mein Ansatz von Florence Crisot und von mir, Andreas Ulrich, ist, dass du dich eben nicht verrückt machst. Und was dabei so, so hilfreich ist, ist, dass du einfach so ein paar Grundelemente weißt. Klar, zu Beginn, wenn du noch nicht mega viel dich mit Lebensmitteln beschäftigt hast, sei es jetzt, dass du gar nicht weißt, was sind denn Fette, was sind Proteine, was sind Kohlenhydrate, macht es Sinn, natürlich sich darüber zu informieren und bei jedem Lebensmittel, was du kaufst, in der Hand hältst, dass du da so ein bisschen recherchierst, googelst, auf die Zutatenliste guckst. Und viele, die sich dann entscheiden, ketogen zu ernähren, denken an, okay, ketogene Ernährung sind 70% Fett, 25% Protein und 5% Kohlenhydrate. Das ist so die absolute Faustformel. Wir wissen aber heutzutage, dass wenn du in dem Zustand der Ketose bist, du viel, viel mehr Proteine essen kannst, als man gedacht hatte. Nur wenn das Stresslevel höher ist oder wenn du nicht richtig in die Ketose kommst, macht es Sinn, nochmal mit den Kohlenhydraten weiter runterzugehen und mit den Fetten etwas hoch. Aber wenn du in Ketose bist und vielleicht auch viel Krafttraining machst, du verträgst deutlich mehr Protein, als man gedacht hat. Und das ist wichtig zu wissen, weil dadurch hast du viel, viel mehr Flexibilität. Kleine weitere Faustformel ist, zu Beginn macht es Sinn, nur 20 Gramm Kohlenhydrate zu essen. 20 Gramm Kohlenhydrate, damit sind gemeint die Nettokohlenhydrate, sprich die, die auch wirklich vom Körper aufgenommen werden. Denn wenn du jetzt die ganzen Protokohlenhydrate betrachtest, gibt es ja auch die Ballaststoffe, die zwar Kohlenhydrate sind, aber im Körper gar nicht aufgenommen werden, gut sind eigentlich für die Verdauung, auch für die Darmflora, aber keinen Effekt haben jetzt auf Blutzucker und Insulin. Musst du tracken? Nein. Macht es Sinn zu Beginn, sich zu informieren, was ist was und grob abzuschätzen? Definitiv ja, aber mit der Zeit wünsche ich dir, dass du eben ganz entspannt damit variieren kannst. Und das Einzige, was relativ viel Sinn macht, ist eben zu schauen, bist du in der Ketose oder bist du nicht in der Ketose? Und das messe ich am liebsten mit einem Ketosemessgerät. Und da können wir auch bestimmt unten in der Beschreibung eben einen Link einblenden. Unser Favorit ist da eben Keto Mojo. Damit haben wir die besten Ergebnisse und auch keine Beschwerden von einfach unseren Kunden, die das ganze Gerät nutzen. Okay, bevor wir zum Mealplan kommen, einfach einen beispielhaften Mealplan, wie dein Essen aussehen kann, kommen wir mal zu den Themen wie Ketogrippe. Ketogrippe ist etwas, wo sich in den letzten 5 Jahren immer wieder neue Theorien aufgetan haben, woran es liegt. Die zwei Hauptgründe sind zu wenig Essen und bei zu wenig Essen diesen Tipp gebe ich dir auf jeden Fall mit, dass du in den ersten 2 Wochen, wo du mit deiner ketogenen Ernährung startest, auf keinen Fall zu wenig essen solltest. Achte darauf, dass du als Mann vielleicht sogar 1800 bis 2000 Kalorien zu dir nimmst. Ich bin kein Freund von Kalorienzählen. Einfach nur mal, dass du eine Zahl gehört hast. Und wenn du eher nach deinem Körpergefühl gehst, wenn du Hunger hast, iss. Ja, wenn du Hunger hast, iss. Durch die Umstellung der Lebensmittel wird bei dir garantiert die Fettverbrennung laufen und keine Sorge, du kannst auch nicht in 2 Wochen Unmengen an Körperfett zulegen. Das funktioniert einfach nicht. Um wirklich Körperfett aufzubauen, da muss schon mehr passieren. Nur das ist der einfachste Einstieg in die ketogene Ernährung. Allein durch die Umstellung auf ketogene Ernährung arbeitet dein Körper schon, hat vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, Stress, auch wenn die Ernährungsform super gut ist, auch um Stress zu reduzieren, aber es ist halt eine Umstellung. Umstellung, du musst neu einkaufen, neu kochen, neu essen, bestellen, wenn du im Restaurant bist. Und deswegen mein Tipp ist, achte besonders in den ersten 2 Wochen darauf, dass du ausreichend isst. Und ich würde mal sagen, zu 80% Hauptgrund, warum eine Ketogrippe vorhanden ist, ist nicht unbedingt der Kohlenhydratentzug, das kann auch sein, aber Ketogrippe ist meistens ein Mineralienmangel. Ein Mineralienmangel, weil wenn du keine Kohlenhydrate mehr isst, verändert sich was einfach mit der Insulinausschüttung im Körper und du kannst ganz viel Wasser verlieren und damit auch eine Ausspülung der Mineralien. Was hilft? Also ich bin totaler großer Fan von einem Mineralienprodukt,
wo du einfach Magnesium, Calcium, Kalium zu dir führst, Komplexmischung. Eins, was ich sehr viel nutze, ist das Mitoplex. Da können wir vielleicht auch in die Beschreibung einfach einen Link reinpacken, dass wenn du genau das haben möchtest, auch das findest. Aber es kann auch jedes andere Supplement sein. Und es kann auch etwas, und es kann auch einfach, einfach Salz sein, ein hochwertiges Salz, Himalaya-Salz, rotes Salz, Meersalz, wie auch immer. Denn durch mehr Salz essen schaffst du es einfach wieder, dass mehr Mineralien im Körper sind und du höchstwahrscheinlich gar keine Keto-Grippe bekommst. Gleich kommen wir zum Meal Plan. Noch zwei Ergänzungen. Und zwar, mach dich nicht verrückt mit Protein. Klar ist es wichtig, erstmal in die Ketose zu kommen. Das Ganze kannst du messen über ein Keto-Messgerät oder du spürst es. Mehr Energie, Leistungsfähigkeit, stabiler Blutzucker, du schläfst nachts besser, bei manchen erstmal schlechter, aber es verändert sich was im Körper. Die meisten Menschen spüren das. Manchmal kann es auch sein, dass du einen leichten Keto-Atem hast. Dann sagt es dir oft dein Gegenüber oder dein Partner, aber keine Sorge, so schlimm ist es nicht. Und auch dazu gibt es wieder Tipps, die du auch auf unserem Kanal oder der Webseite findest. Und was sonst noch ich dir empfehle, wenn du zum ersten Mal mit der ketogenen Ernährung startest, dann lass vielleicht auch erstmal die Milchprodukte weg. Denn die ketogene Ernährung, ein großer Vorteil von der Ernährung ist, dass wenn du mal in Ketose bist, du eine antientzündliche Ernährungsform eigentlich hast, weil Ketonkörper wirken antientzündlich und das kann im Körper so viel Gutes bewirken. Aber um auch besser reinzukommen in den Zustand der Ketose, ist es hilfreich, dass du Milchprodukte erstmal weglässt. Milchprodukte neigen dazu, dass sie Entzündungen im Körper fördern. Natürlich gibt es verschiedene Unterschiede, da wollen wir jetzt heute gar nicht zu tief hineintauchen. Aber lass es doch vielleicht auch hier wieder die ersten zwei Wochen einfach mal weg. Der Erfahrung nach gelingt dein Keto-Start einfach leichter. So, wir starten mit dem Meal Plan und zwar mit dem Frühstück. Ich habe mir einige Frühstücksoptionen überlegt, aber einfach, dass du mal eine Idee hast, was du direkt morgens essen kannst. Und zwar mein Favorit ist Eier mit Speck. Allerdings, wenn du dich für Eier und Speck entscheidest, dann achte darauf, dass es eine hohe Qualität ist. Also, dass du Organic-Eier bekommst, Demeter-Qualität, Bio-Qualität, was auch immer dein Standard sein soll. Je besser, desto besser. So simpel ist es. Und eben auch beim Speck gibt es mittlerweile auch einfach Hühnchenspeck oder verschiedenste Varianten oder eben, dass einfach die Tiere gut behandelt sind und gutes Futter bekommen haben. Dann ist der Omega-3-Anteil höher und wenn der Omega-3-Anteil höher ist, dann hast du auch dadurch weniger Entzündungen im Körper. Eine andere Variante, die auch zum Frühstück super lecker ist, ist eben Lachs und Avocado. Allerdings da immer wieder auch schauen, wo du Lachs mit guter Qualität herbekommst, ist leider nicht immer so einfach. Und wenn du sagst, Mensch, ich möchte gar keine tierischen Produkte zum Frühstück, dann könntest du dir überlegen, dass du einfach mal unsere kostenlose 7-Tages-Challenge mitmachst. Da bekommst du für jeden Tag einfach Rezepte. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und wir haben eine Keto-Standard-Variante und eine Keto-Veggie-Variante, weil viele mich ganz immer fragen, oh, ich möchte nicht so viel Fleisch essen, ist ja auch das Thema eben von Florence und da hast du ganz viele leckere Rezepte von ihr. Ansonsten, ich werde immer wieder gefragt, wie schaut es mit Kaffee aus und Kaffee gibt es den Bulletproof Coffee. Beim Bulletproof Coffee, wenn du ihn standardmäßig eben mit Butter und MCT-Öl machst, das kann manchmal schon eine ganze Mahlzeit sein. Deswegen würde ich mir überlegen, ob du dann einfach nur den Kaffee nimmst. Das ist auch immer spannend für die Menschen, die sich schwer tun zu frühstücken. Generell empfehle ich dir auch, in den ersten zwei Wochen zu frühstücken oder zumindest dann den Bulletproof Coffee zu nehmen. Eine andere Alternative zum Bulletproof Coffee, das ist der sogenannte Keto Coffee. Eine spezielle Mischung, die ich dir sehr empfehlen kann. Und zwar ist es einfach Ghee. Also Ghee, das ist ein besonderer Teil der Butter, der besonders gut bekömmlich ist und auch weniger Entzündungen im Körper fördert. Das Ganze kannst du im Bio-Supermarkt organisieren. Du kannst es auch probieren, selber herzustellen. Ist aber gar nicht so einfach. Dann etwas Salz dazu, Kollagen fürs Bindegewebe und noch ein paar kleine Löffel Kokosöl. Das ist dann wieder eine ganze Mahlzeit. Also das kannst du einfach sagen, okay, das nimmst du dann eben nach, also statt dem Frühstück als Beispiel Bulletproof oder eben diese besondere Variante der Keto Coffee. Und ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wie schaut es aus mit Zwischenmahlzeiten? Das ist mir eigentlich der absolut wichtigste Punkt. Versuche auf alle Zwischenmahlzeiten zu verzichten, sodass du einfach lernst, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen wird nichts gegessen. Denn immer wenn du snackst, und viele machen das ja nicht nur ein Snack oder zwei Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten, sondern essen permanent,
immer wenn du isst, egal ob es Protein, Fett oder Kohlenhydrate ist, es wird Insulin ausgeschüttet, weil der Blutzucker sich ein bisschen verändert. Und dadurch kommt der Körper nicht so gut in den Fettstoffwechsel. Also wenn Insulin ausgeschüttet ist, haben wir weniger Glucagon. Und Glucagon ist verantwortlich dafür, die Energie aus den Fettzellen zu holen, überhaupt Energie freizusetzen aus deinem Körper und nicht aus der Nahrung. Und wenn wir viel Glucagon haben, wenig Insulin, dann haben wir auch mehr die Ketose. Also das ist wahrscheinlich der wichtigste Hack, den ich dir mitgeben kann. Und auch eben, wenn wir dann zum Abendessen kommen, dass du nach dem Abendessen höchstens einen ganz besonderen, das kommt am Ende, Good Night Snack nimmst. Das ist aber eine besondere Mischung mit minimalsten Insulinanstieg und etwas, was vielen hilft, die nicht nachts gut durchschlafen können, weil der Fettstoffwechsel nicht optimal funktioniert, dass du lange einfach den Körper mit einer guten Energiequelle versorgst, die aber weiterhin die Prozesse der Ketose voranbringen kann. So, Mittagessen. Ein Keto-Mittagessen beispielhaft. Es kann natürlich das klassische Ribeye-Steak sein, wo aber auch meistens sehr viel Fett dabei ist, was jetzt nicht unbedingt ist, schlecht ist für die ketogene Ernährung. Aber zu Beginn kann es tatsächlich sein, dass du mehr profitierst davon, dass du eher so ein fettfreies Hühnchen hast und viel mit guten pflanzlichen Fetten einfach dann das Ganze auffettest, wie zum Beispiel mit Avocadoöl und Avocado. Das ist so etwas, wo einfach richtig, richtig cool ist. Oder du kannst eine Guacamole machen. Bei mir selbst passt das nicht ganz so gut, weil warum auch immer, ich bin gegen Avocado allergisch. Super, super traurig, denn in meiner Kindheit und Jugend habe ich es gut vertragen und geliebt. Aber ich denke, du wirst nicht gegen Avocado allergisch sein. Das heißt, hab viel Spaß mit der Avocado. Du kannst auch Paprika dazu essen, aber bei Paprika, wenn dann nur die grüne. Denn Paprika hat tatsächlich wieder etwas mehr Fruchtzucker. Das wissen auch viele nicht, dass man beim Gemüse echt schauen muss. Ideal ist einfach grünes Gemüse, ganz besonders genial. Brokkoli oder auch grüner Spargel. Du kannst zum Beispiel Brokkoli oder auch Blumenkohlstampf auch machen und dann ein paar angebratene Spargelstiele kleinschneiden und reingeben und hast damit auch tolle Ballaststoffe, die gerade zu Beginn auch förderlich sind für die Darmflora. Denn das machen eben viele, die mit Keto starten, falsch, dass sie nicht genügend Ballaststoffe essen und der Darm, der stellt sich am Anfang um und das ist gut, wenn du ihm einfach die richtigen Nährstoffe gibst, dass er damit gut klarkommt. Ja, Blumenkohlstampf oder Blumenkohlreis, das ist etwas, wo du natürlich super gut vorbereiten kannst und wenn du eine große Menge vorbereitest, hast du die ganze nächste Woche noch was davon. Das ist natürlich praktisch, dass du auch so ein bisschen in dieses Vorkochen kommst und dann eben deine Gemüsebeilage hast. Und was vielen am Anfang auch schwerfällt, wenn sie auf Keto umsteigen, dass sie diesen Crunch-Effekt nicht haben, so ähnlich wie bei Chips. Da kannst du zum Beispiel Macadamia-Nüsse auch einfach noch dazugeben, kleinschneiden oder einfach dazu essen. Dann hast du diesen Crunch-Effekt und wieder gute pflanzliche Fette, die du dazu essen kannst. Ja, wenn du Lust hast, ein bisschen rum zu experimentieren und einen kleinen Snack brauchst, einen Snack, der, ich sag mal, klar geht, kein typisches Snack, der dir auch helfen kann, ein bisschen satter zu sein. Du könntest ein kleines Gläschen Wasser mit Apfelessig nehmen. Das kann auch die Verdauung einfach fördern und auch dir helfen, dass der Blutzucker ein bisschen niedriger und weniger Insulinanstieg da ist. Und das Ganze auch wieder etwas salzen, sodass du eben nicht dir in Gefahr läufst, in die Ketogrippe zu steuern, um einfach deinen Körper auch ein bisschen besser zu hydrieren. Das wäre eine schöne Möglichkeit, die ich dir einfach empfehlen kann. Probier es aus und verrate mir auch gerne in den Kommentaren, ob du ein Fan bist von Apfelessig, denn da sind die Geschmäcker wirklich unterschiedlich. Ach ja, und wenn dir der Apfelessig nicht schmeckt, du kannst es etwas süßen mit zum Beispiel Stevia oder Mönchsfrucht oder eben auch Erythrit. Mit Erythrit einfach mal ausprobieren, wie das Ganze dann schmeckt. Aber manche, die so einen kleinen süßen Beigeschmack haben wollen, kannst du das Ganze so einfach besser machen. Kommen wir zum Abendessen. Das kann ein schönes Lachsfilet sein, es kann ein Rinderfilet sein. Natürlich kannst du auch das Ribeye nehmen, also oder Entrecote würde man auch sagen, wo du einfach mehr Fettanteil hast. Achte da aber am besten auf gute Qualität. Also ich bin totaler Fan von grasgefüttertem Fleisch. Ja, viele, die jetzt Fans sind von Florence, die sagen jetzt, oh wow, so viel tierischer Anteil. Ja, Florence macht mehr das Vegetarische. Und bei mir ist es so, ich habe vegan ausprobiert, ich habe vegetarisch ausprobiert. Ich merke einfach, wie es mir viel, viel besser geht, einfach wenn ein gewisser tierischer Anteil da ist. Ich kann auch mal vegetarisch essen, aber das ist einfach so
das, wo ich merke, es tut mir so gut. Und viele, die sich lange, lange Zeit vegan ernährt haben, berichten etwas Ähnliches. Also bei mir waren es ja nur 6 Monate, aber viele haben es über Jahre gemacht und wechseln gerade fast so in die andere Richtung, sogar Richtung Carnivore. Probier aus, was dir gut tut, sammle deine Erfahrungen und wenn es natürlich aus ethischen Gründen kein Tier ist, dann kommt es natürlich nicht in Frage, kann ich verstehen. Okay, mit was mische ich jetzt eben das Filet oder den Fisch oder die Entrecote oder was wir neulich hatten, den Tomahawk. Also es geht einfach um Protein und Fett als Mischung. Du kannst es wieder auffetten, pflanzlichen Fetten oder einfach Gemüse dazu essen. Ich bin auch ein großer Fan von einfach Gemüse kleinschneiden, den Ofen anheizen und dann ein großes Blech raus, das Gemüse draufgeben. Gewürze drauf oder am Ende drauf und dann in den Backofen machen, während ich das Fleisch zubereite, rausholen und dann einfach gemeinsam anrichten. Und ich mag zum Beispiel auch super gerne Soßen, also überleg dir einfach, welche Soße du gerne machen möchtest. Eine schöne Soße wäre zum Beispiel einfach, dass du Kokosmilch nimmst und die dann zum Beispiel anmischt mit ein bisschen Curry, mit ein bisschen Gewürzen, die du gerne magst. Ich mag gern so ein bisschen asiatisch. Dann könnte man das Fleisch oder den Fisch in Streifen schneiden und das Ganze einfach zusammen, anrichten mit vielleicht der Tasse Blumenkohlreis, die du auch schon zum Mittagessen gemacht hast. Oder diesmal einfach nur Gemüse plus eben die Proteinbeilage. Und dann einfach nochmal kurz schauen, braucht es so viel Fett? Zum Abend hingehen nicht unbedingt, denn es gibt ja noch den Good Night Snack, also den Gute Nacht Snack. Kommen wir zum Gute Nacht Snack. Das ist einfach Mandelmilch, kann auch Kokosmilch sein. Hier in Mexiko gibt es sogar Keto-Mandelmilch, also ist einfach nur nochmal ein Etikett drauf, was sich besser verkauft. Aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwo Keto-Lebensmittel sehe. Vielleicht geht dir es auch so, wenn du schon den ketogenen Lifestyle feierst. Und nehme ich mir eben so 500 Milliliter oder auch ein bisschen weniger, 300 Milliliter von der Mandelmilch, gebe dazu ein Protein, am liebsten ein Protein, wo schon MCT-Öl zum Beispiel mit dabei ist oder ein Protein aus einer Vollei-Quelle. Da liebe ich das Schokoprotein von Pruvit, können wir auch in die Beschreibung reinpacken, den Link. Und vermische das Ganze. Und dann ist das wie so eine kleine süße Nachspeise, aber aufgrund einfach der Fetten, die mit drin sind, bist du dann einfach nochmal länger satt und stabiler vom Blutzucker. Der Idealzustand ist, dass du das natürlich überhaupt nicht brauchst, also auch dieses Dessert oder allgemein nochmal abends etwas. Aber viele Menschen, die noch nicht Biohacker sind, einen super Fettstoffwechsel haben, denen hilft es tatsächlich dann nachts einfach durchzuschlafen, nicht zwischen 3 und 4 Uhr, 2 und 4 Uhr aufzuwachen aufgrund von Cortisol, weil es eben doch eine Umstellungsphase ist. Was du auch noch machen kannst, in eben diesen kleinen Gute-Nacht-Snack-Shake hinzufügen, etwas Kakaopulver. Sollte natürlich ein ungesüßter Kakaopulver sein, wo nicht noch irgendwie Zucker beigemischt ist. Ja, ich hoffe dir, das hat dir schon mal geholfen, um einfach mal so eine Idee zu bekommen, wie lecker und simpel es sein kann. Es ist nicht aufwendig, es braucht ein bisschen Umdenken. Und ich habe mir auch gedacht, wie schön wäre das, wenn ich nicht dazu einfach noch eine Grafik anfertige, die ich auf Instagram poste. Auch da unten in der Beschreibung gibt es einen Link. Und ich freue mich immer, wenn Menschen mit mir Kontakt aufnehmen. Auf Instagram ist schon eine schöne große Community am Start, wo auch immer wieder Fragen gestellt werden. Und wenn du sagst, du möchtest das vor allem auch nicht alleine angehen, dann empfehle ich dir sehr, sehr stark unsere kostenlose 7-Tages-Challenge. Da bekommst du mehr als nur diese, ich sag mal, 3, 4 Rezeptideen, sondern einfach für 7 Tage lang 3 Ideen plus einfach extra Tipps. Und es gibt eine Gruppe von knapp 500 Menschen, die 7-Tages-Challenge einfach gerade machen und gemacht haben, wo immer wieder Fragen kommt und du auch Fragen stellen kannst, wo wir Coaches mit dabei sind, aber auch teilweise Leute, die mit uns schon die ketogene Ernährung praktizieren seit über, 3, 4 Jahren, also echt schon eine lange Zeit. Also da kannst du auch von diesem Erfahrungsschatz einfach zehren. Die Challenge ist wirklich kostenlos, es gibt keine Folgekosten, wir werden es immer wieder gefragt, nein, es ist keine Falle oder irgendetwas. Es gibt ein Anschlussprogramm, was du buchen kannst, aber nicht automatisch gebucht hast und auch nicht buchen musst. Wir sind super happy, wenn du einfach hier auf YouTube bist oder auf Instagram oder in unserer kostenlosen 7-Tages-Challenge. Aber nur, dass du Bescheid weißt, wenn du sagst, nach den 7 Tagen hast du so Lust, tiefer in dieses ganze Thema mit hineinzutauchen, dann komm mit in unsere Fettstoffwechselkur. Das sind 30 Tage Ausbildung, dass du dein eigener Keto-Coach wirst und 30 Tage
Keto und Fasten und das Ganze in der Gruppe über 60 Tage. Und 60 Tage ist eine gute Zeit, um wirklich neue Gewohnheiten zu etablieren und auch gefestigt zu werden in der Ernährung und auch zu lernen, was du machen kannst nach der ketogenen Ernährung, weil du musst nicht unbedingt mit Keto weitermachen. Du kannst Keto-Cycling machen, du kannst zu Low Carb zurückkehren, du kannst auch wieder Kohlenhydrate essen. Und damit du die ganze Bandbreite kennenlernst, haben wir einfach ein Konzept aufgebaut, wo du deinen Fettstoffwechsel wieder hackst, aber das Ganze ohne Zwang, ohne Kalorien zählen, ohne nerviges Tracken. Das ist unsere Philosophie und wir freuen uns, wenn du einfach mit dabei bist.